Willkommen zurück zu Pokémon Pearl Edition, meine lieben Freunde. Im letzten Part haben wir das Kampfareal hier betreten. Und in diesem Part möchten wir zunächst mal hier hingehen. Eine Superangel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Das sind wir der gleichen Meinung. Ich schicke dir eine Superangel. Das ist alles? Hey, 1 Million Euro sind gut. 1 Million Euro sind richtig gut. Bin ich jetzt nicht der Meinung. Wo immer du Wasser findest, wirst du dein Glück beim Angeln. Angeln ist die einzig wahre Freude im Leben. Aber ja, wir wollen uns heute nicht hier weiter umschauen im Kampfareal und in den drei anderen, oder den beiden anderen Arealen, dem Überlebensareal und dem Duellareal, sondern wir möchten jetzt zur Pokémon-Liga zurückkehren. Denn an der Siegelstraße gibt es immer noch einige Sachen, die wir erkunden können. Und ich werde diese Gelegenheit nicht, mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Das bedeutet, ich werde meinen Muckimann gnadenlos als VM-Sklaven missbrauchen. Dafür müssen zwar, oder dafür muss zumindest, sagen wir so. Dafür müssen Tarnsteine und Steinpolitur weg. Das ist im Prinzip das, was ich sagen möchte. Das für Stärke. Und dann brauche ich etwas für Kraxler. Weil ich gerade wirklich extrem unsicher bin. Weil Steinpolitur ist kein Problem, aber ich bin mir gerade echt unsicher, ob ich ihm... Das ist scheiße. So, deswegen mag ich diese VMs, dieses VM-System irgendwie nicht in diesem Spiel. Man braucht sie einfach zu oft. Ich habe ein großes Problem, und zwar, dass ich nicht weiß, ob ich Tarnsteine ihm wieder beibringen kann. Wenn ich sie mal hab vergessen lassen. Bei Steinpolitur weiß ich, dass es ohne Probleme geht, deswegen ich bin jetzt doch eingeknickt. Ich nehme Yamchu mit. Er könnte jetzt zwar auch Stärke, aber... Ja, nehmen wir den extra Angriffsmove. Vielleicht kann den Geowatt tatsächlich verwenden hier beim Training. Denn das ist ein sehr guter Ort zum Trainieren. Und dann gebe ich ihm hinterher wieder Steinpolitur. Ah, und Kaskade muss natürlich auch noch ein Pokémon beibringen, damit ich hier überhaupt runterkomme. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Es ist teilweise echt übertrieben. Gerade gegen Ende, wenn man meint, die haben ja jetzt so viele VMs. Ja, nur weil man so viele VMs hat, heißt das nicht, dass man sie zwingend benutzen muss. Aber, ja, also an und für sich außer Surfer benötigen wir jetzt an der Stelle, wo wir hingehen, nichts wirklich. Aber wir brauchen eben erstmal einen Haufen, um überhaupt, damit uns überhaupt die Gnade zuteil wird, dorthin zu dürfen, weil, ja, hier ein Haufen Zeug ist, was uns im Prinzip den Weg abschneidet. Und ich meine, gerade im Hinblick auf Pokémon Sonne und Mond ist natürlich immer die Frage, wie man die VMs weiter benutzt. Wir haben jetzt Autos gesehen und schon bevor Generation 5 rauskam, wurde spekuliert, ob diese Autos bedeuten könnten, dass VMs weniger benutzt werden. Beispielsweise natürlich, dass man kein Fliegen mehr braucht, sondern nur mit Autos von A nach B fahren kann. Wir wussten, war das nicht der Fall, sondern... Die Autos, die man in Generation 5 gesehen hat, waren lediglich die, die unter der Zylinderbrücke durchgefahren sind. Und ich glaube, unter der Zylinderbrücke sind welche durchgefahren. Und dann noch unter der... unter welcher Brücke war das noch? Naja, die andere weiß ich gerade nicht mehr. Himmelsbrücke, kann das sein? Aber ja, auf jeden Fall... Das war definitiv nicht sehr spannend, sage ich mal. So, du möchtest dich mit mir anlegen, dann kämpfe ich gegen dich, wie du willst, Meditalis. Also von daher, wir wissen mittlerweile, dass das nicht so ganz der Fall war. Aber was zumindest in der 6. Generation war, war, dass wir natürlich Taxis hatten. In Illumina City, mit denen wir rumfahren konnten. Mehr allerdings war auch dort nicht zu sehen, was Autos angeht, sondern stattdessen hat man sich ja auf Pokémon-Fortbewegungsmittel wie eben Rehorn verlassen
oder tatsächlich Jeff rum. Ich glaube, das waren die beiden, die einen rumgetragen haben. Kann sein, dass ich ein Pokémon gerade vergesse, aber das ist auf jeden Fall nicht in böser Absicht, weil mir fällt gerade tatsächlich kein anderes zusätzliches noch ein. Da, also von daher war ich eigentlich der Meinung, man hätte diese Idee, dass Autos einen rumfahren können, vielleicht an irgendeinem gewissen Punkt mal verfolgt, auch wenn, wie gesagt, ich das nicht glaube, weil diese Autos damals, die man im Schwarz-Weiß-Trailer gesehen hat, einfach hoffnungslos überinterpretiert worden sind. Allerdings, es ist fast schade, dass ich da jetzt flüchten muss, aber es wird zu heiß, das Eisen. Aber... Und jetzt habe ich den Faden verloren. Sorry. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, dass ich schon gespannt bin, wofür man die Autos benutzen möchte, die man gesehen hat. Man wird auf jeden Fall, denke ich, eine andere Richtung gehen, als man es bisher gemacht hat. Und wenn man sich das in Vergleich anschaut, also ja, allgemein, wir sehen, wir können jetzt hier vorbei. Aber wenn man sich das im Vergleich anschaut mit dem, was wir jetzt gemacht haben, es ist schon, dass als einer der ersten Bilder Autos gezeigt werden, Konzeptzeichnungen von Autos, hat, glaube ich, schon was zu bedeuten, weil, ja, wenn das wirklich einer der ersten Sachen ist, ich meine, klar, wir haben auch Konzeptzeichnungen vom Pokémon Center gesehen, aber es verrät zumindest mir, dass wenn jetzt schon Konzeptzeichnungen davon bestehen, obwohl man noch fast nichts zum Spiel zeigen konnte oder nicht wollte, das ist halt die Frage, wollte man nicht oder konnte man nicht? Aber dazu komme ich gleich, setzen wir erstmal Auflockern ein. So, gut, dann, hi, ich heiße Charlie und du bist? Caleb. Oh, kannst du mir bitte helfen? Ich musste diesen Tunnel, gehst du mit mir da durch? Ja klar, ich meine, wenn ich dir helfen kann. Aber ich glaube eher du hast beschlossen, ich glaube eher Charlie hat beschlossen, mit Caleb zu gehen. Pokémon sollten nicht verletzt sein, ich heile sie. Ja, und deswegen habe ich gesagt, man kann ja super trainieren. Charlie ist... What? So einfach kann ich eingesetzt werden, wenn dich jemand begleitet? Daran konnte ich mich nicht erinnern. Ja, was ein Scheiß. Daran konnte ich mich nicht erinnern. Das ist ja blöd. Soll sie sich halt auf meinen Rücken schnallen? Soll sie dich so anstellen? Ja, das verkompliziert die Sache ein bisschen, weil das bedeutet, dass ich ein bisschen was einsammeln kann und ein bisschen was nicht. Oh Gott, ist das schon wieder unnötig. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das ein relativ großer Raum ist, der seine Größe eher im vertikalen als im horizontalen Bereich hat. Also horizontal ist er nicht sehr groß, da kann man einigermaßen schnell durchkommen, aber vertikal ist dieser Raum verdammt riesig. Und hier gibt es einen Haufen zusätzlicher Trainer noch, gegen die wir kämpfen können. Und ich wollte eben hier zuerst hin, bevor ich mich dort hinten weiter aufmache, weil, ja, ich kann das Training wirklich gut gebrauchen. Ihr seht, vom Level her ist Muckimann auf dem Stand von den wilden Pokémon. Und das ist keine Untertreibung. Oh Gott, Wuchtschlag. Autsch, Autsch, Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Das hat definitiv wehgetan und ich werde sowas von wechseln. Da könnt ihr Gift nehmen. Zum Glück werde ich aufgehalten. Von daher ist das kein so großes Problem. Natürlich Saphira am ehesten zu Hause gelassen, weil ich am ehesten auf sie verzichten kann. Und einen Nachfolger von Saphira habe ich doch gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich ein weiteres Machoke in mein Team stellen werde. Oder beziehungsweise erst zu Machomai Tausch entwickeln werde. Das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich für den Moment tatsächlich sicher sagen kann, ist, dass ich mit diesen vier Teammitgliedern, die ich noch habe, erstmal trainieren werde. Und dass Saphira weiterhin dazuzieht, aber ich Saphira nicht benutzen werde. Ich meine, ich habe auch andere Optionen von Pokémon, die ich nehmen kann. Also beispielsweise eine Möglichkeit wäre, Zubat wieder mein Team zu tun, ich hab noch einen Zubat, aber dann ist halt das Problem, hätte ich drei Gift-Pokémon. Und wenn ich einen Typ dreimal habe, soll es nicht gerade der schlechteste Typ im Spiel sein. Also, das ist eine Sache, die man bedenken muss.
Und die andere Sache ist, oder andere Pokémon, die natürlich möglich wären, Palkia. Aber ich habe gesagt, ich möchte Palkia wirklich nur im Notfall benutzen. Daher lasse ich das mal und das spiele ich nicht rum. Das Ding hat vielleicht Wasserattacken. Da werde ich nicht mal anfangen mit rumzuspielen. Das Ding ist viermal stark. Von daher, okay, gut, Kraftkolosse hätte es auch nicht gestellt. Das wäre jetzt von dem Bidi fast nicht so schlimm gewesen, aber ja. Was? Er hat ein Pokémon zurückgerufen? Wow, das ist ungewöhnlich, das mit einem wilden Trainerkampf zu sehen. Dann wiederum erst ein Ass-Trainer. Von jedem anderen hätte es mich überrascht, weil bei einem Ass-Trainer, die haben immer mal wieder einige Tricks auf Lager, die man nicht wirklich gedacht hätte. Und ja, ich zähle es gerade zu einem Trick dazu, in der Lage zu sein, ein Pokémon auszutauschen. Kein Witz. Man muss sich halt, wenn man die Pokémon AI sich allgemein anschaut, muss man sich sicher sein, dass die eine oder andere Entscheidung nicht gerade intelligent sein wird. Ah ja, sonst natürlich, Machomai ist eine Option, Klingplim wäre eine Option, wieder in mein Team zu stellen. Also es gibt schon einige Möglichkeiten. Das Einzige, was ich natürlich größtenteils ausschließe, ist noch ein Wasser-Pokémon. Weil, ich meine, ich habe im Moment schon Tentoxa, aber ich meine, theoretisch würde auch Gyarados funktionieren. Hätte ich ein Pokémon, was ziemlich viel leisten kann. Aber natürlich auch da das Problem, ich könnte ihm kein Erdbeben mehr beibringen. Es sei denn, ich schaffe es irgendwie 80 Gewinnpunkte zu beschaffen. Und nein. Nein, nein, nein. Das wird definitiv nicht passieren. Nicht in diesem Leben. Also von daher kann man das auch schon mal streichen. Und ja, was bleibt da noch arg viel übrig? Ich habe mein Bestes gezeigt. Zu verlieren ist nicht uncool, richtig? Naja, ich meine, definiere uncool, Freundchen. Ich würde jedenfalls sagen, wenn man zu seiner Niederlage steht, dann zeigt man einigermaßen Größe. Mehr würde ich dann aber tatsächlich auch nicht sagen. So, und wenn ich dieses Pachirisu sehe, die Frage, die ich mir ja, wenn es darum geht, dass die sechsten oder die neuen Pokémon designt werden, welche Frage ich mir natürlich stelle, ist, wie wird das Pikachu-Spin-Off diesmal aussehen? Also, in Generation 3 hatten wir ja Plusel und Minun, dann Pachirisu, wie hier, dann hatten wir Emolga und anschließend Dedenne. Wie wird es diesmal aussehen? Und wird es wieder einen anderen Typen haben wie in den letzten beiden Generationen? Weil damals hatten wir ja, wenn ihr euch richtig erinnert, und ja, dieses Pachirisu wird sterben, weil es ist nicht bei Chap. Es ist nicht unbesiegbar wie Chap, also von daher. Ah ja, damals hatten wir ja mit dem Molga Elektroflug, mit Dedenne Elektrofee. Und mich stört bei dieser Tatsache eigentlich nur eines. Ich gehöre nicht mal zu den Leuten, die sagen, immer dieses gleiche Pokémon, immer dieses Pikachu-Face, sieht doch langweilig aus, immer das gleiche. Immer diese Pokémon für die kleinen süßen Mädchen, damit sie sich das Spiel kaufen. Das bin ich gar nicht mal. Sondern mein Problem liegt eher darin, dass man ihnen immer nur eine Entwicklungslinie gibt. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, ist ein Pokémon, was aus drei Entwicklungslinien besteht. Und alle drei haben diesen Süßigkeitsfaktor. Also wäre es wirklich schlimm, wenn man diesen Pokémon auch mehr geben würde? Pachirisu zum Beispiel ist ein Pokémon, was nach einer Entwicklung schreit. Außer Chap, weil Chap im God-Tier ist. Aber jedes andere Pachirisu wünscht sich eine Entwicklung ums Verrecken. Und man könnte es natürlich auch gut einsetzen. Bei Pachirisu zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Entwicklung designen würde, also ich rede jetzt nicht vom Aussehen her, sondern einfach von den Statuswerten, dann würde ich Pachirisu Defensivwerte, ich glaube Spezialverteidigung so im 130er Bereich und Physioverteidigung so im 120er Bereich geben.
KP würde ich auf etwa 80 festmachen und Spezialangriff auf etwa 60 und vielleicht den physischen Angriff bei 40 belassen. Und Init würde ich auch nicht so hoch ansetzen, vielleicht 60 oder 70. Dann hat man ein defensives Pokémon, was das sein sollte, nämlich ein defensives Elektro-Pokémon. Und Defensive ist für Elektro definitiv ein Typ, der jederzeit geht, bei einem Typ, der nur eine Schwäche hat. Aber man braucht eben auch die Werte, um dafür die Tatsache rückzuversichern, dass man eben sehr viele Attacken hat, die auf einen neutral wirken können. Und mit 60 Spezialangriff könnt ihr dann tatsächlich was machen. Aber, also wenn man es natürlich richtig macht, aber natürlich könnt ihr damit nicht sweepen. Das ist doch so, was er auch nicht soll, denn er ist ja ein defensives Elektro-Pokémon. Und das gleiche ist das Problem bei Emolga und bei Dedenne. Dass man immer wieder diese gleichen standardisierten Pikachu-Süßformen nimmt und sie nur zu einer Entwicklungslinie macht, gibt man ihnen viel zu niedrige Werte. Und ich finde, das ist schon häufiger ein Problem. Wenn man das lassen würde und ihnen entweder eine Entwicklung geben würde oder sie gleich als eine Entwicklung einführen würde, aber ihnen dann Werte geben würde, die hoch genug sind, und ich kann verstehen, dass man sich denkt, ja gut, das sind aber so kleine, süße, niedliche Pokémon und die kann man doch nicht so hohe Level geben. Doch, brauchen sie, weil wir brauchen keine Pokémon, die schlicht und einfach nicht brauchbar sind. Und das ist tatsächlich wirklich schade, weil gerade die Dedenne hatte einen Haufen Potenzial durch den Elektrophien-Typ. Das ist eine Kombination, die wir bis dahin noch nicht hatten. Ich meine, gut, mit Pferd hatten wir bis dahin noch gar keine Kombination. Aber es gibt schon welche, von denen wir mehr haben. Und Elektrophie war eben da tatsächlich was anderes. Hatte interessante Attacken, die ich jetzt so bei keinem anderen Pokémon wirklich in Einsatz gesehen habe. Aber eben diese niedrigen Werte, und ich hoffe wirklich, wenn sie dieses Pikachu-Spin-Off-Pokémon wieder designen, dann bitte macht es diesmal von Anfang an richtig. Und genauso hoffe ich, wenn irgendwann Game Freak dazu zurückkehren sollte, alten Pokémon neue Entwicklung zu geben, was sie vielleicht nicht machen werden, weil sie davon scheinbar seit Generation 4 Abstand genommen haben. Generation 4 haben sie es ja noch bei einigen Pokémon gemacht, aber danach nicht mehr. Generation 5 hatte es natürlich den Grund, dass man nur neue Pokémon einführen wollte. Und da konnte man natürlich keine Entwicklung von alten Pokémon haben. Beziehungsweise hätte man schon machen können und dann halt nicht in Dex tun. Aber das hat man nur in Sinnoh gemacht. Aber ich glaube schon, dass man sich mit den Mega-Entwicklungen größtenteils von dieser Idee verabschiedet hat. Ich meine, es haben ja auch Pokémon, die sich nur einmal entwickeln oder gar nicht entwickeln, eine Mega-Entwicklung bekommen, wo man am Anfang dachte, das ist für diejenigen Pokémon, die sich schon dreimal entwickeln und noch Hilfe brauchen. Aber nee, dann haben Pokémon wie Pinsir oder Scaraborn, die sich gar nicht entwickeln, auch Mega-Entwicklungen bekommen. Oder welche, die sich nur einmal entwickeln, wie Firnontor. Also da kann man heute mit ziemlicher Sicherheit sagen, glaube ich, dass wenn man an alten Pokémon was verändert, dann nur durch Mega-Entwicklungen. Was ich jetzt erstmal noch gar nicht unbedingt bewerten möchte, kann man nämlich unterschiedlich sehen. Aber dadurch ist eben für mich die Chance geringer, dass diese alten Pokémon tatsächlich noch einen Nutzen bekommen. Außer man gibt ihnen eine Mega-Entwicklung, wobei ich dann halt die Frage stellen muss, warum braucht man dann für sowas eine Mega-Entwicklung? Und ich gehöre zu jemandem, der das Konzept der Mega-Entwicklung richtig gut findet, aber ich bin der Meinung, man sollte es natürlich auf diejenigen Pokémon beschränken, die wie gesagt, sich dreimal entwickeln, aber noch Hilfe brauchen. Gutes Beispiel für ein solches Pokémon ist Bibor. Bei Bibor war diese Mega-Entwicklung super. Oder Ampharos. Ja, das sind zwei Fälle, wo das genau eintritt. Bei Pokémon, die sowieso overpowered sind, wie Knackrack oder Brutalander, brauche ich es jetzt eher nicht. Auch wenn Brutalander seit Generation 4 ein bisschen auf dem absteigenden Ast war im Metagaming,
was im Prinzip, ich meine, es hat damit angefangen, dass Dragoran durch Turbo-Tempo, was eine Generation oder was Nordgold zu Silber wieder bekommen hat, ein bisschen zu Putanland ausschließen konnte, aber hat nicht wirklich ausgereicht. Aber dann als Multischuppe dazu kam, ja, da war Dragoran plötzlich doch wieder richtig populär und richtig dabei. Metagross hingegen hat sie tatsächlich gebraucht, weil Metagross nämlich als nicht nur der Typ Fee eingeführt wurde, sondern stahl seine Schwächen gegen Unlicht und Geist verlor, war Metagross das erste Pokémon, was vor Schmerzen aufgeschrien hat, weil es plötzlich zwei Schwächen mehr hatte. Und als defensives Pokémon war das nicht gut, denn Metagross hatte bereits durch Stahl die Boden- und Feuerschwäche. Das war von daher, ja, nicht wirklich glücklich. So hatte er dann noch mehr Schwächen und wirklich umgehen damit konnte er nicht. Von daher, Metagross hat diese Mega-Entwicklung wirklich gut getan. Aber ja, bei einigen anderen. Und dann eben wie die Beispiele, die ich vorhin genannt habe. Oh Gott, viermal Schaden. Oh Gott, aber es ist nur Whirlpool. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht sterben. Wow, das war ein Volltreffer, krass. Nein, bitte komm jetzt nicht mit diesem Blödsinn von wegen, kann ich ausgetauscht werden, weil, ist im Whirlpool gefangen. Wenn das passiert, gehe ich ape shit. Okay, gut, er ist eh besiegt, von daher hat sich diese Sache erledigt. Mann, ich habe wirklich ein Trauma von diesem Sandkrab davon getragen. Das merkt man deutlich. Aber, genau, und die Beispiele, die ich eben vorher genannt habe, Scaraborn hätte man auch einfach eine normale Entwicklung geben können. Da hätte man jetzt nicht unbedingt eine temporäre, die nur im Kampf ist, gebraucht. Oder Pinsir, das Gleiche. Oder, ich meine, hätte man Rexblizzard wirklich gleich eine gute Entwicklung gegeben. Wow, wir alle hätten uns gefreut, wenn man Rexblizzard mal tatsächlich einigermaßen hätte einsetzen können. Und das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Okay. Dann werde ich einfach so rumlaufen. Das ist zwar jetzt ein Umweg, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich da trotzdem noch ans Ziel komme. Aber in einem plötzlichen Anfall von Geschwindigkeit hat sich das Spiel tatsächlich mal entschieden, so zu laufen, dass ich es da einigermaßen hinschaffe. Und ich merke langsam, dass ich mit Muckiman vielleicht nicht mehr weiterkämpfen sollte, auch wenn ich es gerne trainiere. Deswegen werde ich ihm einen EP-Teiler geben, weil er braucht die Erfahrung wirklich, aber es hat einfach keinen Wert. Ich kann gegen diese Pokémon nicht. Jetzt kommt schon! Lasst mich doch flüchten! Gottverdammte Scheiße! Moment. Hat das gerade nicht die Hälfte seiner KP abgezogen? What? Okay, dann wechsle ich halt. Wenn ihr dadurch glücklich seid, aber ich werde danach definitiv, wie gesagt, Muckiman austauschen und ich glaube, ich gehe tatsächlich am besten mit Gengar los. Übrigens, der Grund, warum ich die Pokémon hier nicht genannt habe, die hier existieren, es gibt keine neuen. Und es gibt hier noch nicht mal Knarksel und Kadabra, wie es eben im ersten Obergeschoss gab. Es gibt hier so gut wie im ersten Untergeschoss oder nee, Quatsch, die gab es auch am besten Obergeschoss. Es gibt hier im Prinzip absolut gar nichts Neues. Dieser Ort ist unglaublich enttäuschend, was neue Pokémon angeht. Und selbst in Platin hat man das nicht wirklich hinbekommen. Es ist ein bisschen besser hier, aber ja, auch nicht so wie es sein könnte. Vor allem der Punkt, den ich dabei nicht verstehe, ist, dieses Spiel ist, oder diesen Ort hat man extra nach dem Spiel inszeniert. Es war hinter einer verschlossenen Tür. Oh crap! Oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. Brojelin schlägt wieder zu, aber okay. Es wäre ohne Probleme möglich gewesen. Okay, Brojelin wird definitiv sterben. Danke, Arcadis, du willst deine Kraft leisten. Zu sagen, man hält bestimmte Pokémon zurück,
Und die kommen dann alle hier. Und zwar Pokémon, die im nationalen Pokédex sind. Und hier noch nicht aufgetaucht sind. Dann könnten wir beispielsweise gerade Generation 3 Kami-Pokémon kommen. Wie man könnte Leta King hier raus. Und oder auch Generation 2 Pokémon wie Dummiesel. Es hätte dann viele Möglichkeiten gegeben. Aber stattdessen hat man sich dazu entschieden, die gleichen Pokémon zu nehmen, die wir schon das gesamte Spiel über wieder und wieder und wieder und wieder treffen. Ich verstehe es nicht. Und ich glaube, ich habe wieder nicht gewechselt. Bitte lass mich einfach flüchten. Bitte, 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 bitte. Bitte. Komm schon. Ach komm! Was ist denn so gottverdammt schnell hier, dass ich einfach nicht flüchten darf? Ich meine, klar, wenn die Pokémon dementsprechend schnell sind, ist es schwieriger zu flüchten. Aber normalerweise gelingt es trotzdem irgendwann. Aber, ja, zeigt, wie gut ich mich auskenne. Oh. Ja, ich habe schon kapiert, dass... Ich darf heute nicht mehr, oder? Nee. Ah, doch. Und wie gesagt, ich gehe apeshit, wenn mich dieses Spiel jetzt betrügt. Ich raste komplett aus. Du Bitch. Du Bitch, du Bitch, du Bitch, du Bitch, du Bitch, du Bitch. Gut, also! Bring diese beiden Viecher einfach nur um! Ja! Ah, und danach kann ich echt keine Bojelins mehr sehen. Wirklich. Bojelins sind den schlimmsten wilden Pokémon hier avanciert. Weil der immer irgendeine Attacke hat, die meinem Team schadet. Was daran liegt, dass ich so eine gewisse latente Anfälligkeit gegen Unlicht habe. Und Wasser ist natürlich auch immer wieder etwas, was mir durchaus Probleme bereitet. Aber... Ein nerviger Punkt. Und ich konnte nicht mal gegen mehr als zwei Trainer in diesem gesamten Part kämpfen. Das verspricht definitiv sehr langwierig zu werden. Aber gut, ich werde jetzt wie gesagt Sera für den Moment nach vorne tun. Und erstmal lasse ich das mit dem BP-Teil. Aber er wird mit Sicherheit ziemlich bald kommen für Chap und für Sera. Was habe ich denn hier eigentlich? Fluchtseil? Gott, du bist auf Level 53 und soweit ich weiß, kannst du durch Mitnahme Sachen wie Erdbeben finden. Wie wär's mal mit Erdbeben? Ich brauch die Attacke, weißt du? Aber gut, der einzige Vorteil an Gengar ist, dass ich, wenn ich sowas jetzt solche flüchten kann, weil ich genau weiß, die beiden haben Knirscher und ich keine große Lust habe, mir das zu geben. Was ich im nächsten Part mache, weiß ich noch nicht, weil ich würde eigentlich schon gerne das Training mitnehmen, aber... Gerade durch diese Knirscher-Maler, die diese Bojelins am Laufen haben, wird das für mich in eine sehr unschöne Art und Weise erschwert. Aber wenn ich dann gegen nur eins treffe, ja dann einmal Donnerblitz, einen ausschalten und das Maschok, ich meine, was will das Maschok gegen mich machen? Von daher ist das was definitiv egal ist, aber... Ja, um das einfach mal zu visualisieren, wir sind jetzt im Prinzip in der Mitte, wenn man die horizontale Linie geht. Das heißt, da wären wir fast am Ende. Aber vertikal sind wir immer noch ganz unten. Wobei man je nach Ort unterschiedlich schnell tatsächlich nach oben kommt. Ich werde definitiv etwas für die nächsten Parts zum Reden überlegen müssen, weil wenn ihr euch anschaut, wie lange das hier dauert, bis man die einzelnen Joker erledigt hat, ja, dann bekommt ihr schon eine Ahnung, wie wir hier beschäftigt sein werden. Und vor allem, aber da werde ich dann wahrscheinlich tatsächlich mit Schutz durchgehen, ich mache das hier nur nicht, weil ich das Training gerne mitnehmen möchte. Später müssen wir dann noch die Orte mit Surfer absuchen, die wir davor nicht absuchen können. Wie gesagt, das mache ich dann tatsächlich wirklich mit Schutz. Weil, ja, aber im Moment ist das Training mir dann doch zu kostbar. Wow. Hier ist nichts. Naja, was auch immer. Danke für eure Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Pearl, meine lieben Freunde.
Danke für Daumen hoch und das nächste Mal setzen wir den Weg hier fort. Bis dann. Ja, ich weiß. Gewöhn dich dran.